Rotfern. Die Föhren, auch Kiefern genannt, gehören zu der Familie der Kieferngewächse und sind in vielen Regionen der Welt verbreitet. Es gibt etwa 120 verschiedene Arten, die hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre vorkommen. Föhren sind immergrüne Nadelbäume, die für ihre charakteristischen Nadeln und Zapfen harzigen Düfte bekannt sind. Eine der bekanntesten Arten ist die Rotföhre, auch Waldkiefer genannt, deren vor allem jüngere Stamm- und Astbereiche rötlich-orange gefärbt sind und die in weiten Teilen Europas und Asien heimisch ist. Diese Art kann eine Höhe von bis zu 40 Metern und ein Alter von über 500 Jahren erreichen. Die Waldkiefer wird oft in der Forst- und Holzwirtschaft genutzt. Ihr Holz ist widerstandsfähig, robust, hitzeverträglich und frostresistent und vielseitig einsetzbar, etwa im Bauwesen, für Möbel oder als Brennholz. Föhren sind anpassungsfähige Bäume, die in unterschiedlichen Klimazonen und Bodenverhältnissen gedeihen können. Sie bevorzugt mäßig trockene, basenarme Lockerböden. Kommt auch auf Lehm-, Sand- und Kalkböden vor. Mit ihrem Pfahlwurzelsystem kann die Rotföhre in bis zu 8 Meter tief liegende Wasservorräte vordringen. Ihre Anpassungsfähigkeit macht sie zu einer wichtigen Baumart in vielen Ökosystemen. Föhrenwälder bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen und spielen eine entscheidende Rolle im Wasserhaushalt und bei der Bodenbildung. Die bis zu 7 Meter langen Spitzennadeln der Rotföhre sind in der Regel paarweise angeordnet. Föhrenzapfen, die sowohl männliche als auch weibliche Formen haben, sind charakteristische Fortpflanzungsorgane dieser Bäume. Während die männlichen Zapfen klein und unauffällig sind, sind die weiblichen Zapfen größer und holzig. Sie benötigen oft mehrere Jahre, um zu reifen und die Samen freizugeben. Ein besonderes Merkmal der Föhren ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Umweltbedingungen. Einige Arten wie die Bergkiefer können in extremen Höhenlagen und unter harschen klimatischen Bedingungen überleben. Wussten Sie schon, Rotföhren sind auch für ihre Fähigkeit bekannt, sich nach Störungen wie Bränden schnell zu erholen. Ihre Samen keimen gut auf mineralischen Böden, die nach einem Feuer freigelegt werden.